Okay. What? Alter Schwede, ey. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Haros Horrorgeschichten. Heute haben wir tatsächlich mal eine Kleinigkeit, die die ist schon tatsächlich ein bisschen länger bei mir auf der Steam-Wunschliste gewesen. Die habe ich mir jetzt endlich mal gegönnt und dementsprechend bin ich jetzt auch mal ganz schön gespannt, was mich denn da erwartet. So richtig weiß ich es nämlich nicht. Ich habe nur mal die Empfehlung bekommen über Twitter von manchen Kollegen, das mal mir anzugucken. Und das Spiel heißt The Cat Lady. Wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Ich glaube, es ist so ein bisschen Point-and-Click-mäßiger. Aber da müssen wir halt mal gucken, wie das denn so wird. Eine Kleinigkeit, ich weiß noch nicht, wie wir das machen, ob das jetzt quasi nur so eine typische Folge wird, wo wir halt einfach nur einmal kurz reingucken, ob wir es längerfristig aufnehmen. Das mache ich davon abhängig, wie viel Spaß ich beim Zocken habe. Und gegebenenfalls wird das ein längeres Let's Play, dann wird das jetzt die nächsten Samstage erstmal kommen. Mit längeren Episoden als das, was ihr kennt, aber schauen wir mal. Gehen wir erstmal ins Spiel rein. So. Wir sind im Spiel drin und wir beginnen ein neues Spiel. My name is Susan Ashworth. I live alone in this old two-bedroom flat. I rarely go outside. Some would say it's a lonely life, and I guess that's true. But I don't like people's company. Not lately, anyway. I only trust my cats these days. And I will miss them dearly, but they will understand, like they always have. Teacup stays with me till the end. He watches me, as if he knew. Because earlier tonight, I swallowed a whole bunch of pills. They're legal, of course. Prescribed by my doctor for my sleeping problems. But I've taken 34 of them, all I could find in the cupboard, and now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Any second now, I will be dead. I feel calm. I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Thanks for nothing. Goodbye. Kapitel 1. Okay. Das Haus im Wald. Also wir haben eine freudestrahlende Persönlichkeit als Hauptcharakterin. Ja, ihr Name ist Susan Ashburner oder sowas. Und sie hat Schlaftabletten genommen, 34. Also alle, die sie gerade im Haus hatte. Und hat einen Abschiedsbrief wohl geschrieben. Okay. Oh Gott. Ah, okay. Man spielt es mit WASD, beziehungsweise mit den Pfeiltasten.
Es ist ein sehr interessanter Grafikstil. Es erinnert mich an ja, so alte Nintendo, also die von dem allerersten Nintendo, so wenn man da echte Fotos quasi digitalisiert hat oder auch wenn man Bilder mit der Gameboy-Kamera gemacht hat, die sahen immer so ein bisschen ja, so ein bisschen pixelig aus wie da. Aber wir sind auch zumindest auch nicht die typische Videospielheldin, sondern tatsächlich mehr so ein Normalo-Typ an Frau, was sehr erfrischend ist auf jeden Fall. Interaktionsmöglichkeit zu öffnen. Genau, geh hinein, untersuche. Oh, okay. Wir machen mal hier mal kurz einen Cut, denn ich will mal kurz gucken, was da mit der mit dem Text denn eigentlich so los ist. Und wir sind wieder da. Ich habe tatsächlich jetzt mal ein bisschen die Grafikeinstellungen angepasst. Es tut mir jetzt natürlich leid, dass dadurch jetzt so ein bisschen das Intro ein bisschen in einer anderen ja, in einer anderen Auflösung ist. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ich bemühe mich, das im Schnitt nachher etwas anzupassen. Aber wir sind immer noch nach wie vor bei dieser Tür. Und ich will mal gerade gucken, was hier noch rechts so alles ist. So eine sehr triste Welt. Keine Fußgänger erlaubt. Wow. Okay. Also klar, jetzt bin ich natürlich ein bisschen weitergegangen und wollte eigentlich damit auch ein bisschen gucken, was da noch so ist. Aber ich gehe jetzt natürlich erstmal zurück zum Haus und check da erstmal die Lage. Ich dachte nämlich erst, im Haus geht's weiter. Aber da lag ich wohl etwas falsch. Also sind wirklich... ja, man sieht auch, dass die Figur gar nicht von... Moment, ich fühle mich seltsam hingezogen zu diesem Ort. Ich muss einen Weg finden, dieses Vorhängeschloss zu öffnen und hineinzugelangen. Ah, okay. Dann kann ich da... Genau, ist abgeschlossen, alles klar. Dann habe ich jetzt gerade jegliche Zeit verschwendet, aber auch hier, natürlich, hier sind wir auf der Sonnenseite und hier im Schwarz-Weiß. Das Auto ist jetzt so im leichten Rot gehalten. Wir haben leichte rote Farben im Hintergrund. Aber sonst der Rest ist alles schwarz-weiß leuchtend. Und natürlich nahezu keine Soundkulisse. Ein sehr ruhiges Spiel, ein sehr düsteres Spiel. Ah, okay. Krankenwagen. Untersuchen. Ich kann nicht weitergehen. Dieser Krankenwagen blockiert den Weg zum Tunnelausgang. Vielleicht gibt es so keinen Ausgang. Schauen wir mal, was drin ist. Abgeschlossen. Natürlich. Hm. Mhm. Okay, also brauchen wir irgendwo einen Schlüssel, sowohl für das Auto als auch das Haus. Wo kommt dieses Geräusch? Hello, who's there? Answer me. Oi. Das bin ich. Mein kalter, toter Körper liegt direkt vor meinen Augen. Gott. Okay.
Meine Augen sind ziemlich das Einzige, was ich an mir mochte. Selbst jetzt leuchten sie noch ein wenig. Ah, okay. Den nehme ich lieber mit. Okay. Also offensichtlich sind wir nicht in einer realen Welt, sondern in so einer, ja, Fantasy. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Eieieiei. Game over? Ah, okay. Nee, wir leben noch. Ich weiß gar nicht, ob man hier sterben kann, im klassischen Sinne. Aber gut, gehen wir mal wieder ins Land der Farbe. Ein Hirsch. Achso, dann muss ich jetzt den Schlüssel benutzen. Okay. Okay, ist eine Maschine, wo das Leiden zu lang währt, da kann das Herz zu Stein werden. Braucht es ein weiteres Leiden, um die Maschine wieder anzuschalten? Vielleicht bin ich albern. Das ist immerhin nur irgendeine alte Maschine. Machen die Bretter hier? Untersuchen. Das Loch wurde mit Brettern vernagelt. Auf dem Schild darunter steht Notfallstrom, Schaltergefahr. Schau durch. Das ist definitiv etwas. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht aus wie ein Schalter. Ziehen? Ich bin nicht stark genug, um es mit bloßen Händen auszureißen. Wie seltsam, es scheint kein einziger Schalter oder Knopf an dieser Maschine zu sein. Wie stellt man sie an? Ja, wahrscheinlich mit den Brettern. Okay, ich bin nicht stark genug, das heißt, ich brauche jetzt einen Mittel und Weg, die Bretter zu entfernen. Weil ich keinen anderen Fokuspunkt im Moment habe, versuche ich dem Rentier nachzujagen. Das ist mir ja fast schon im tropischen Beat. Obwohl, ich nehme das sofort wieder zurück. Das Rentier sieht aber schon so aus, als ob da so ein Typ drin stecken würde, wie so eine Stoffverkleidung. Gerade auch wenn sie es bewegt. Ein Autounfall hat hier stattgefunden. Gibt es auch nichts, womit ich interagieren könnte. Oh. Natürlich. Hängender Körper. Untersuchen. Mein toter Körper hängt von einem Baum. Ich sollte Angst haben, aber ich fühle mich einfach leer. Warte, was ist dieses glänzende Ding um ihren Hals? Ist das ein Schlüssel? Ja, gewiss. Seil ist verknotet. Binden wir mal los. Es würde Stunden dauern, diesen Knoten zu öffnen. Okay. Suche. Okay, kommen nicht ran. Können nicht verwenden. Dann gehen wir doch mal durch die Tür. Die ist natürlich auch blockiert. Okay. Wo ist das Tier denn hin? Aha. Ich habe die Sprache übrigens nicht umgestellt. Wow. Also es scheint hier ein nicht so ganz zu funktionierendes oder teilweise Probleme zu haben mit der deutschen Untertiteln. Aha. Das war ein scheußlicher Anblick. Zumindest ist nicht mein Kopf auf diesen Stangen. Ja, mittlerweile kann man auch hier froh sein.
Abgeschlossen, natürlich. Schon wieder eine Krähe. Dieselbe Krähe? Kommt hier immer eine Krähe her? Ich kann hier nichts wirklich machen. Also mich dreimal von der Krähe anfliegen lassen. Ob es das jetzt irgendwas mit der Krähe zu tun hat? Gucken wir mal. Okay. Wir laufen der Krähe jetzt einfach mal hinterher. Okay. Es hat tatsächlich was gebracht. Das ist der Front des Hirsch. Doch. Was hat das getan? Ist noch jemand hier? Okay, das Messer haben wir zumindest schon mal. Damit können wir auf jeden Fall schon mal das Seil öffnen. Entriegeln. Aha, jetzt sind wir hier. Interessant. Moment. Ja, okay. Ach ne, Moment. So. So. Messer benutzen. Dann schneiden wir uns mal selbst vom toten... dann schneiden wir unseren Körper jetzt mal selbst vom toten Baum. Leiche. Schaue genauer. Susan. Durchsuche die Taschen. Leer. Untersuchen. Sehe aus, als würde ich nur schlafen. Nehmen wir mal den Schlüssel. Gehen wir mal wieder. Okay, damit müssten wir jetzt rechts durch das Gitter kommen. Wenn mich meine Gamer-Intention jetzt nicht täuscht. Ja, okay. Abgeschlossen, Torschlüssel benutzen. Okay. Oh. Welcome to my house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my dear. I knew you would turn up one fine day like this. Who are you? I have so many names, it's hard to pick one. But I'm curious, who do you think I am? Der Tod. Eine alte Lady, die im Wald lebt. Sind sie Gott? Sind sie ein Teufel? Ich weiß nicht wirklich. Ich weiß es wirklich nicht. Können Sie mir nicht einfach sagen? Death? Interesting. Yes. Perhaps that's what I am. I come when there's something to take, but I never give anything back. I am doomed. But I'm salvation, too. I'm feared by most, but adored by some, also. Some like yourself, Susan. Don't flatter yourself, old lady. I don't even know you. Well, that's not quite right. I've been around for a while, keeping you company. Always there, you know? Always there. So I was wrong. You're not Death? No, I am not. Perhaps I am Life. But then again, does it really matter? Was für ein Ort ist das? Was wird als nächstes geschehen? What is this place? This, my dear, is my humble kingdom. And this house is my castle. I rarely invite people in, just like you. I like my solitude. But you are a special guest.
And I'm going to make an exception. Me? Special? I can tell you now that there's nothing special about me, lady. Don't bring yourself down, Susan Ashworth. Today, you are my guest of honor. What will happen next? Depends on you, Susan. Inside my house, there are dark hallways that lead to places you don't want to see. But there is also something that will make you want to return to where you came from and cherish every single little breath you take. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. An offer? What can you offer me? Let's come inside. It's getting cold out here. Okay. A lonely seashore. Please don't touch anything, dear. I wasn't going to. You lied to the whole world, Susan. And you lied to yourself. Mhm. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, also ich meine rein vom Optischen, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist sehr eindeutig Susan. Oder eine ältere Version von Susan. Sie hat ja gesagt, sie ist nicht tot, aber... Also nicht der Tod, nicht, dass sie nicht tot wäre, aber es würde zumindest Sinn ergeben. Seltsame Frau. Anschauen. Ist sie wirklich hier? Vielleicht ist es am Ende nur ein Traum. Das muss ja eigentlich alles surreal sein, nur für was steht es? Dann kommt es darauf an. Rede mit. Now we can talk properly, my dear. Ich weiß immer noch nicht wirklich, wer sie sind. Werde ich bestraft, weil ich mein Leben, weil ich mir mein Leben genommen habe? Ist da noch jemand hier? I still don't really know who you are. I go by many names. I've never paid much notice to what the living call me. But there is one name the fallen ones use when I speak to them. I find it most accurate. The Queen of Maggots. Is that what you are? Why okay. Maggots? Because they feed on what's dead and gone. Dead and gone. I guess that's me. Diese Aura da, die da am Spiegel quasi sich mal wieder zeigt, ist wahrscheinlich auf die dritte Frage dann berufen. Aber schauen wir mal. For taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. You see, I watched you long enough to understand how you feel. I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. Who knows, I could be your only friend. Ich meine, immerhin bist du die Einzige, die mit uns redet. The whole wide world. So like I said, I'm going to make you an offer. I want to help you. I will give you back your happiness. In exchange for a simple task, your life will change completely. You would be yourself again. And you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. Is there anyone else here? I thought you liked being alone. Isn't that why you ran away from everyone? It doesn't matter. I was standing right behind you when you threw away all those photographs, you know? I brushed your hair every night you cried yourself to sleep. I saw everything. I know what you want, but it's not here. It's gone. And it will never, ever come again. Ich habe keinen Grund zu leben. Bitte lassen Sie mich einfach gehen. I
did. But it's never going to be okay. Who knows? Maybe. But one way or the other, this isn't the end of your story. It's only the beginning, my dear. And there are great things waiting for you. Believe me. What do you want me to do? Yes. I think it's time to explain. But where are my manners? We're still in the hall. This is not a place for a serious talk. Follow me to the next room. I'll tell you everything you need to know. Das heißt, die Entwickler, die jetzt gerade versuchen, das Gefühl von Interaktion in einem Gespräch dazugeben. What's your offer then? What can you fix that life has destroyed? Susan, death can fix nothing. But though we are both dead, I am not death. I might seem just like a strange old woman to you, but I'm just as powerful as gods. And I chose you, Susan Ashworth. I'll need you to go back and face 5 people. They're not ordinary people. They're very special. Just like you. Only in a slightly different way. Okay. Das sieht sehr aus wie ein Altar. Ich bin eine Versagerin. Warum haben sie mich ausgewählt? Why did you choose me? Aren't you afraid I will let you down? Whatever it is I have to do. Most days, it's enough of a struggle to crawl out of bed. So geht's mir jeden Montag. I don't see the point in anything. I just want to disappear. And I hate everyone else because they know how to be happy. Everywhere I turn, there are people filled with hope and will to live. Or people so pitiful, they make me ashamed to be alive. I don't want them. There's nobody there for me. I am alone. I just want to vanish. This is the very reason I chose you, Susan Ashworth. I know how you feel, because I felt like this myself for a very long time. You and me are very much alike. If you succeed, you will never feel broken again. Diese Person, wer sind sie? Who are they? The parasites. That's what I call them. The parasites. That's what I call them. You will have to keep your eyes open and be constantly on guard. Those people will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends. But don't let that fool you. They have nothing but cruel intentions. They want to hurt you, Susan. They want to kill you. As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth, and they all deserve to die. Isn't my life bad enough without them? Don't be frightened. You will have a great advantage over them. They don't know that you know. Do you understand what it means? You will become my hunter. Serving punishment for their sins. Mhm. A tool of destruction. A dark angel walking through the river of blood. You find your purpose in life and you see for the first time how satisfying it can be. But how will I recognize them? There isn't a great deal of people in your lonely life, is there, Susan? You will know when you see them. Bring those deceitful bastards in front of me, and we'll make them regret for everything they've done. Was bringt sie zur Annahme, dass ich zurück will? Erwarten sie von mir, dass ich sie töte? What makes you think I want to go back? I finally did it. I killed myself. That's all I ever wanted. And yet, it turns out to be just another failure.
I want this suffering to stop. Dear, dear Susan, you don't realize that the suffering never stops, do you? It only gets worse. This place is a passage between the world of the living and the world of the dead. You enter one of these corridors and you never come back. But you don't cease to exist. You remain. Are you expecting me to kill them? No, Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do everything you can to defend yourself. Well, that's not quite right. I've been around for a while. I also know that you don't want to suffer. And those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? You'd get rid of them without thinking twice about it. I'm not really a gardening type, but I see your point. I'm glad. And remember this, you are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. You have the opportunity to make the difference. And the chance to save yourself. Das kann ich nicht tun, das ist zu viel. I can't do this. It's too much. Dealing with criminals is a job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Immortality. You cannot die, Susan. You will always return to life, no matter what happens to you. What? This is the last thing I wanted. Please, can't you just let me die? I've made the decision. As long as they are alive, you cannot die. Okay. Das klingt alles nicht so gut. Weder unsere Position noch ihre Position. Blackmail. You can't do that. I'm doing it for your own good. Anyway, you are in no position to bargain with me. You will either go and do what you have to do, or suffer for eternity. Forever unable to find your peace. This all must be just a weird dream. I don't believe you. Susan, see this door here? Let's go inside. I want to show you something that will help you make up your mind. Follow me. Okay. Folgen wir der... Wow. Yes, it's you, Susan. Come close. Say hello. I don't want to look at it. Haven't I had enough yet? I don't remember asking you to catch anything. But this place is... This is exactly what I was trying to run away from. I don't want to be here. Make it go away. I assumed it would be wise to give you a little taste of the suffering you'd endure. I want you to understand that you can keep going long after you count. Okay. Gekreuzigt, ganz alleine an einem Ort, der alles verändert hat. Ich will hier wirklich nicht sein. It's time to make a decision.
The parasites are coming, whether you want it or not. You haven't really got much choice. You must stand up for yourself. Okay. Also entweder ich werde das auf meine Art machen oder na gut, ich tue, was sie wollen. Ich denke mal, das wird einfach nur nochmal wiederholen, was es denn eigentlich war, diese Parasiten. Also 5 Leute aus unserer näheren Umgebung, die ja wahrscheinlich sehr, ja, engmaschig geknüpft sind. Ja, ich nehme mal an, ich muss jetzt hier einfach mal akzeptieren. You shall not regret this, my dear. Lights up. We're back in the house. Yes, but there is something else that must be done. You cannot leave my kingdom before a sacrifice is made. What? Isn't it enough already? Do not worry, my child. This is a mere formality I'm speaking of. The door to your world won't open unless you make a sacrifice of soul and a sacrifice of blood. It doesn't sound good at all. See those candles here? Just blow one out and that's it. Like I said, it's just a formality. Then on your way out, you will have to shed a few drops of blood. Not much, just a bit. Enough to open the door. How much, exactly? Don't be afraid. It's easy. Anyone can do it. Just a sharp scratch. Is that how you used to say it? Okay, wir sollen ein Seelenopfer und ein Blutopfer erbringen. Das heißt, wir müssen einmal eine Kerze aufblasen und unser eigenes Blut darbieten durch einen kleinen Pieks, wahrscheinlich irgendwie in den Finger oder in die Hand. Aber wir sollten erstmal nachfragen, was sich damals aufhat. Ich habe da kein gutes Gefühl. It's just a formality. See those candles here? Just blow one out and that's it. But which one? You can choose. It doesn't matter as long as you do it. Tell me about the sacrifice of blood. Like I said, it's just a formality. On your way out, you will have to shed a few drops of blood. Not much, just a bit. Enough to open the door. How much, exactly? Don't be afraid. It's easy. Anyone can do it. Just a sharp scratch. Is that how you used to say it? Fine. I'll do that. Wish me luck, strange lady. I do. When you leave my house, head to the field. That's where you should be. Goodbye, my child. I'm not going to be far. I've never been. They left me no choice, Alice. Maybe one day you'll forgive me. Oh. See how easy that was? Now, head back to the field. You've got a job to do, Susan. Okay, offensichtlich haben wir jetzt mit der Kerze eine Person im echten Leben geopfert. Oder zumindest deren Seele geopfert. Okay, it'll be fine. I don't need her. Okay, aber jetzt, ich muss doch eigentlich jetzt noch
irgendwas mit dem Blutvergießen machen, glaube ich. Ganz im Ernst, ich will mich nicht, will mich nicht unnötig mit dieser komischen Lady da anlegen. Ich habe so das Gefühl, sie ist nicht so ganz sauber. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir später noch zu dem Blutvergießen kommen. Aber wow, was ist das für ein Gespräch? Also, je nachdem, was für eine Position ist, wir können erst in Frieden ruhen, wenn wir die Parasiten getötet haben. Und sie selbst ist die Königin der Maden, die sich an Leichen laben. Also sorgt sie dafür, dass sie gefüttert werden. Also sorgt sie für den Tod. Ist aber nicht selbst der Tod. Ist wahrscheinlich dann irgendwie so eine Übergangsgestalt oder irgendjemand, der der wohl einfach der quasi gegen die Lebenden arbeitet. Ach, na sieh mal, na guck, jetzt können wir ja eigentlich hier das mal gerade benutzen. Na klar, daran habe ich überhaupt gar nicht gedacht, als ich die Brechstange irgendwie aufgenommen habe. Loch, greif rein. Uah, okay. What? Alter Schwede, ey. Ja, genau. Ja, und jetzt? Oh Gott, ey, ich sag's ja immer wieder. Niemals einfach in Löcher reingreifen. Was ist jetzt? Okay. Wow. Krass, krass, krass. Kapitel 2. Der zweite erste Atemzug. Yes, I do enjoy fine art. Thank you for noticing. There's a certain raw beauty to it that modern painters often fail to recreate. I always wanted to be an artist myself. But it'll be a long time before I can call myself that. I often say that patience are my canvas. Mm-hmm. But my job is more about restoration, obviously. I look at the damaged human minds and bring them back to their former beauty. I'm sorry, I'm probably boring you. No, it's not that. It's just... It's been a difficult couple of days. I'd really like to go home. Of course, and go home you will. As soon as we've done this little assessment, okay, you probably know how it works. I've read in your file you used to be a nurse. Yes, I know very well how it works. You want to check if I'm nuts. Well, I wouldn't use that expression, obviously. But yes, we have to make sure you're safe and figure out how to help you. Also, as a nurse yourself, you know there's always paperwork involved. These forms won't fill themselves. Honestly, Susan, you have nothing to worry about. This is just a formality,
I could tell straight away that you are not nuts. Fine. What would you like to know? I will answer all your questions. Then I'll go home, take a long shower, and catch up on sleep. Wonderful. Let's see then. Where do we begin? She's awake, Doctor. Good evening. It's good to see you awake at last. You're in the Cedar Lake Hospital. My name is Andrew. I'm one of the doctors. Would you confirm your name for me, please? Susan Ashworth. Hello, Mrs. Ashworth. I'm glad to see you're all right. You're on the ward now. Your condition is stable. I can see your brain functions just fine and there's no permanent damage of any sort. We've checked your internal organs and they're fine too. You're a very lucky lady, Susan. You might experience extreme tiredness and lethargy for a couple of days, but that should soon pass. I would advise plenty of rest now. The nurses on this ward will take it from here. Please let them know if you need anything. Take care, Mrs. Ashworth. Please, don't try to speak. What did you say? Don't worry, Mrs. Ashworth. Your arm is fine. No. There was nothing wrong with your arm, darling. Okay. Now calm down. Would you like sind wir jetzt im Koma, oder? Let me get you a drink. I'll be back in a second. I'm sorry, Susan. Did I wake you? I have to take your blood pressure. 2 seconds and I'm gone. My name is Liz, by the way. Hello, Liz. I'm sorry. I know this isn't very nice. Believe me, I hate waking people up just for this. But being a nuisance is part of my stupid job, unfortunately. Oof, I hate this place. Tell you what, Susan. Can I call you Susan? So anyway, I shouldn't say it, but you know I'm going to anyway. You are so lucky. It's crazy. You, doing what you've done, and her, walking in, seeing what she saw, that was a chance. 1 in 1,000,000. I'm not making any sense again, am I? I'm tired. They're working us to death here, you know. Modern day slavery. One day I'll tell them what I really think. I swear I will. You can prove it. Fine. I'll give you a second chance. You've got the blood pressure of an 18-year-old. Just wanted to say you're lucky. Also, sie scheinen wirklich auch unsterblich zu sein, zumindest verdammt gesund. Got to go, but I'll see you later. You take care, sweetheart, yeah? Okay. Und wir schlafen wohl wieder ein. What the fuck? Was? Bad dream. Ah, okay. Nein, nur ein Traum wie jeder andere. Ja, ein wirklich schlimmer, ignorieren. Sie wird wahrscheinlich schon mehr solcher Träume gehabt haben. No, just a dream like any other. Oh, that's fine then. I nearly woke you up, you see. So you tossing and turning as I came in here. You looked like you were having a horrible nightmare. I get nightmares sometimes. I get them, and I can't wake up. Or sometimes I dream that I'm falling. Those are strange dreams. Because I think I like them. I keep falling, but I never fall, if you know what I mean. Never hit the ground. Never. What happened to me? Well, how much do you remember? I took some pills, and I
fell asleep in the chair, I remember how the room kept spinning around me slowly. I felt so calm. And then... Sollen wir von dem Traum erzählen, von dem anderen? Bin mir nicht so sicher. I woke up here and I saw you. Wir lassen es erstmal. Can you now tell me who found me and what happened? Well, your body went into a coma. You were lucky she came home and found you. I told you that before. What? Who found me? Your daughter, of course. She called an ambulance. If it wasn't for her, wir haben eine Tochter. She'd be dead now, Susan. My daughter. Yes. Why? Why'd you look so pale all of a sudden, Susan? I don't have a daughter. Okay. Whoever she is, she lied. But why would she do that? How should I know? I was in a coma, apparently. So she lied. It doesn't change the fact that you owe her your life. I was fine. I didn't ask for any help. Sorry. When will they let me go home? I'm not sure. Probably not today. Maybe tomorrow. Look, I shouldn't say that, but you seem like a nice person. I feel like I should warn you. There's this doctor here. They call him Dr. X. He's a chief of psychiatry in this hospital. You won't be able to go home until he's talked to you. And he's really good at getting into your head. You know what I'm saying? He will ask you a lot of tricky questions. But he's a really great guy. You should trust him. Natürlich. I'm tired. Let me sleep now. Fine. I'll see you again. Be careful who you trust here, Susan. They will be watching you. How do I know you're not one of them? You don't. But do I really look like a bad person to you? I don't know. Maybe not. I'll see you tonight. Remember what I said. Dreams are just dreams. But when they turn into nightmares, it's good to have someone there to pinch your arm and wake you up, right? We'll start with a little chat about your childhood. I want you to be as honest as possible. It's important if we want to get to the bottom of your problem. Count to 10 and tell me when you're ready, Susan. Das ist Dr. X, okay. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle, ich speichere mal ab. Schön erstmal den Namen eingeben. Haro 2. Moment, speichern. Okay, damit würde ich doch sagen, das war auf jeden Fall ein interessantes Ding, dieses The Cat Lady. Wir haben jetzt das Intro gespielt, das erste Kapitel und einen Teil des Anfangs des zweiten Kapitels. Ich habe mir währenddessen jetzt schon so ein paar Gedanken gemacht und habe mir gesagt, wie wir es machen wollen. Ich werde versuchen, jetzt die kommenden Wochen immer quasi ein Kapitel durchzuspielen und das natürlich dann auch aufzunehmen und so weiter. Und dann quasi, dass wir jetzt die nächsten Samstage oder die nächsten Haros Horror Stories werden wir wahrscheinlich jedes Kapitel von The Cat Lady durchzocken. Das heißt, es wird eine kleine Serie werden, aber nicht im Sinne von unseren anderen Serien, wo wir halt immer so ein bisschen wo wir das halt immer in so kurze Videos machen, sondern hier machen wir es wirklich kapitelweise, egal wie lange es dauert. Wenn wir ein Kapitel beendet haben, dass wir dann beim nächstmöglichen Punkt abspeichern und dann weitermachen. Okay, wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen, ich hoffe, ihr habt Spaß, genauso wie ich an Cat Lady. Und würde deswegen sagen, wir sehen uns dann nächste Woche an genau dieser Stelle wieder.
Ich habe gespeichert und dann werden wir uns mit Dr. X unterhalten und mal gucken, ob er irgendwie in unseren Kopf gucken kann oder nicht oder ob wir uns verstellen können, ob er ein Parasit ist oder nicht. Schauen wir mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken und haut rein. Ciao.